Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Inside. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie wir da weiterkommen, aber ich versuch's jetzt einfach mal. Mehr als sterben kann ich nicht. Und es funktioniert. Ich werde verrückt. Ich fand unsere Schwimmkugel aber cool. Na, oh, Ratten, wie süß. Da. Hui. Schön nach oben klettern. Sieht aus wie so ein Bosskampf. Sterben! Okay, dass die wollen da drunten ja runter, ist klar. Die Klappe kriege ich jetzt nicht mehr auf. Ich war gerade einfach nur zu langsam. Kann passieren. Okay, wir sind wieder einigermaßen draußen in der Natur. Oh, mich juckt's am Bein. Was ist das da für ein Ding? Wir sind wieder in so einem komischen Wald. Ah ja, gut. Was soll ich jetzt tun? Diese Kiste da, ne? Schieben, oder? Weil, oder, oder komme ich da vielleicht... Ne, ich kam doch von da oben. Ne. Okay. Da drauf klettern kann ich auch nicht. Ui. Ah, okay. Das war erstmal drauf kommen. Gehen wir ja wieder zurück. Für was brauchen wir die jetzt? Ja, toll. Ach so. Runterher schwimmen. Fuck! Was war das?
nein, 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 nein. Geh mal da schön wieder rein. Komm, komm, komm. Ah, okay. Ah, okay. Ich weiß aber, wie es geht. Was war das für ein Scheiß gerade unter Wasser? Bis jetzt sind hier überall nur normale Tiere aufgetaucht. Aber ich habe mich schon gewundert, ob hier nicht bald irgendwann solche Mutantenklamotten auftauchen würden. Okay. Geht's nicht runter? Durch, meine ich. Mhm. Oh je. Gar nichts Schlimmes. Sicherheitshalber. Was ist jetzt der Sinn vom Sch... Oh Mann. Das Spiel macht mich fertig. Aha. Guck mal, jetzt ist da... Ist das jetzt offen oder ist das noch eine Spiegelung? Ach, ich weiß, was wir machen müssen. Pass auf. Nein, 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 warte mal. Ich weiß, was wir machen müssen. Pass auf. Wir müssen jetzt hier... Lass mal auftauchen, sonst hast du gleich keine Luft mehr. Hier jetzt das Knöpfchen drücken. Dann fährt das Wasser wieder hoch. Dann können wir aber da drüber schwimmen mit der Kugel. Lassen die da drüben. Und wir schwimmen jetzt wieder zurück, um den Knopf zu drücken. Und dann wird uns bestimmt irgendwas fressen wollen. Denn wir sind nicht alleine im Wasser. Was aber ziemlich unfair wäre, denn... Müssen wir hier unten... Nee. Das ist nur eine Spiegelung. Oh. Da, was ist das? Was ist das? Nein!
Was hat es getan? Hä? Okay. Warum tust du das? Oh Mann, jetzt war ich zu langsam. Was ist das? Das sieht aus wie so ein Baby mit irren langen Haaren. Irre lange Haare, meine ich. Und es frisst uns. Was? Hä? Muss ich? Ich kann da nicht vorwegrennen. Warte mal, es hat Angst vor dem Licht? Es hat Angst vor dem Licht? Ich hab's raus. Was bist du, ey? So herbe eklig. Na, ich leuchte dich wieder an. Kisch, kisch. Du siehst wie die Alte aus, aus The Ring. Oder The Grudge. Irgend so ein Japan-Film. Japanischer Horror, ey. Wie ich ihn liebe. Na, 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 na. Gehst du wo weg? Gehst du wohl weg? Dein Hund denkt bestimmt, ich rede mit ihm. Na, ich leuchte dich weiter an. Oh ja. Ich habe ein Problem. Haha. Ja. Nein! Nein! Das Licht geht ja in dem Moment aus. Das habe ich ganz verpeilt. Ja, ja. Licht! Hä? Hm.
Ich habe eine Idee. Ich weiß natürlich nicht, wie stark das Vieh ist oder ob es gleich wiederkommt. Oh, aber jetzt erstmal nicht. Ich bin erstmal in Sicherheit. Aber was war das? Ich glaube, das hatte noch nicht mal ein Gesicht. Nee, 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 nee. Aber mich wundert hier nichts mehr, ey. Och, Kleiner, wo bist du nur da? Das sind nur Flecken auf meinem Desktop. Ich dachte gerade, hä, was denn das? Mein Bildschirm. Der pennt. Was ist das ekelhaft düster hier, ey? Okay, ich kann nichts bewegen. Ah. Was ist denn da drin, ey? Kann ich denn jetzt hier die Schalter bewegen? Muss ich hier vielleicht erstmal ein paar Leute einkassieren? Ah ja, okay. Euch schubsen wir mal als erstes runter. Was nicht funktioniert. Ich meine, ich wundere mich nicht, aber. Okay. Da komme ich auf jeden Fall nicht rüber. Das weiß ich, oder? Wollen wir probieren? Das wäre ja zu einfach, oder? Das wär zu einfach. Pass auf, wir fahren jetzt erstmal nach ganz unten. Ist aber weit nach unten. Ah ja, guck mal, was wir da haben. Und eine Leiter. Die ich nur runterkomme. Bevor ich jetzt hier irgendwie was drücke oder drehe oder sonstiges, gucke ich mich erstmal weiter um.
Es gibt nämlich gerade viele Möglichkeiten. Okay, hier kann ich nichts bewegen. Also doch nach ganz unten erstmal. Das Spiel entwickelt sich langsam zu, ja, ich weiß nicht, kurios, würde ich sagen. Ach, guck mal, hier sind sie alle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Schönen guten Tag. Oh ne, ernsthaft jetzt? Gibt's denn echt keinen anderen Weg irgendwie? Nein, gibt's nicht. Er war ja typisch. Ich wollte unserer Freundin nicht wieder begegnen. Was eine richtige Weltreise, was der Junge macht. Okay, er kann hier nichts tun. Also ein bisschen höher klettern. Und schwingen. Und schwingen. Yay. Und hochklettern. Und schwingen. Und schwingen. Yay. Jawohl. Das sieht doch sehr gut aus. Hey, wie geil. Jetzt laufen die... Ah. Gucken wir mal eine an hier. Ich will, dass ihr mir da hochhelft. Dankeschön. Was ihr macht, ist mir jetzt scheißegal. Nein. Schaut beiseite. Kommt, 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 kommt. Fällt mir da jetzt nicht rein. Nicht alle auf einmal. Entschuldigt. So, wir haben jetzt 5. Brauchen wir den großen Wagen da hinten auch? Ich laufe da einfach jetzt mal hin. Es wird ja höchstwahrscheinlich einen Grund geben, warum wir den bewegen können. Okay, mehr geht nicht. Kann ich hochklettern? Nee. Na, warte. Du musst noch ein bisschen... Okay. Das geht, funktioniert so auch nicht. Dann muss ich wohl die doch nach oben nehmen.
So. Erst, wir müssen ganz nach oben. Weil die müssen ja diesen Käfig noch runterschmeißen. Folgt mir. Bitte einmal runterwerfen. Ob die jetzt nach ganz unten durchgefallen sind und in diesen Karren rein? Ich könnte es mir gerade irgendwie vorstellen. Ich weiß nicht warum. Also ich habe jetzt hier 5 Stück. In dem Käfig waren Tote. Ne. 6, 7, 8. Dann befreien wir jetzt, glaube ich, die 9. Das ist die 9, genau. Okay, das wird nichts. Wie viele standen da hinten? Aber was hat das mit diesem Wagen auf sich und da mit diesem Hebel? Das müsste man doch irgendwie drücken können. Aber an den Wagen kam ich auch nicht vorbei. Und ich kam nicht rein und raus, habe ich ihn auch nicht gekriegt. Und da gibt es kein Zwischending. Acht. Und jetzt vielleicht doch ganz nach unten. Ah ja. Okay. Oh, holla. Genau, ah, okay. Ich wusste doch, dass das irgendeinen Sinn hatte. Und die kommen natürlich jetzt nicht hinterher. Jetzt weinen sie bestimmt gleich. Okay, dann doch hochklettern.
Wahrscheinlich muss ich hier jetzt noch eine andere abholen. Ah, da, guck mal, da sind noch welche drinne. Da ist ein Käbelchen. So? Also kommt sie gar nicht voran. Die Dingens da drunter schieben, genau, klar. Noch eine drunter schieben kann ich nicht. Vielleicht mal ich da drunter. Da drüber weg. Muss ich da vielleicht dran springen? Jawohl. Drei Stück. Was hatte ich jetzt? 9? 10, ne? 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Stück. Fehlen aber noch welche. Mit mir sind es 15. Mit mir sind es 15. Das heißt, drei Stück fehlen noch. Dann hätten wir 18. Ne, wir brauchen 20. Ach, wo finde ich denn die jetzt wieder, ey? Jetzt fahre ich erstmal wieder hoch. Ich muss nämlich sowieso Schluss machen. Okay, meine Lieben. Ich sage jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. We're not at the range, oh no.